wird es einfach kriegen, oder? Gezündet, sodass dann die Brücke einmal zur Mitte einknicken wird und sich voraussichtlich eben zur Uhr und Freigabe von den Posten das zweite Sprengsignal geben. Das sind zwei kurze Töne, deshalb Achtung Zündung. Beim Autobahnkreuz Nürnberg wird gerade eine Brücke abgerissen. Deshalb ist die A3 in Richtung der A9 Nürnberg-Fischbach gesperrt, also die Richtungsfahrbahn. Und die A9 ist am Kreuz Nürnberg in Richtung der A3 Würzburg gesperrt. Also am besten außen rum fahren. Vier, drei, zwei, eins, null, Sprengung!